Hi, hier ist euer Angelo von der Frankenbohne. Viele meiner Kunden besitzen sie schon, die Eureka in der Form von Spezialita, Silenzio, Perfetto oder der Classico. Vom Grundaufbau sind sie sehr ähnlich, was den Vorteil mit sich bringt, dass man die sehr leicht reinigen kann. Viele meiner Kunden haben mich schon darauf angesprochen. Jetzt liefern wir auch wie versprochen das Video dazu. Also die Eureka Spezialita oder die Mignon-Serie allgemein lässt sich sehr leicht reinigen. Vorteil ist auch, dass während der Reinigung der Mahlgrad nicht verstellt wird. Das heißt, man kann das Gerät reinigen und weitermachen, als wäre nichts. Das ist überhaupt kein Problem. Und zwar starten wir, indem wir praktisch hier dieses Logo abnehmen. Bitte nicht mit einem scharfen Gegenstand probieren, weil ihr sonst Gefahr lauft, dass das Ganze verkratzt. Ja, das geht auch ganz leicht runter. Das ist nur geklipst hier. Das legen wir hier auf die Seite. Und jetzt habt ihr hier eine Schraube. Bitte einen anständigen Schraubenzieher nehmen. Und dann löst ihr das Ganze. Da müsst ihr nicht ganz, ganz rausdrehen. Das sollte eigentlich reichen. Dann könnt ihr das Ganze, ein Stück brauchen wir tatsächlich noch. Bitte noch. Hoppala, ist doch runtergefallen. Rätsel. Nach hinten hochheben. Vorsichtig, weil hier und hier sind Nasen, die zeige ich euch gleich. Einfach vorsichtig nach hinten ziehen in dem Fall oder nach vorne zu euch. Ihr habt ja praktisch diese beiden Nasen, die das Ganze halten. Das heißt, beim Rückbau wirklich vorsichtig wieder hier führen. Das geht recht gut. So, zack, fertig. So, aber jetzt sind wir ja noch nicht fertig. So, legen wir mal kurz auf die Seite. Jetzt haben wir hier drei weitere Schrauben und sind dann direkt auch schon am Mahlwerk. So, das lösen wir jetzt einfach mal. So, und schon haben wir die obere Mahlscheibe, genau, hier, bitteschön, ist in dem Fall eine nagelneu. Man spürt auch die Qualität der Scheiben, dass die noch gut sind, indem man praktisch mit dem Finger über die Klingen fährt. Das fühlt sich dann ähnlich an wie bei einer neuen Rasierklinge, wer das Rasierer nutzt, der kennt das Feeling, wenn die Dinger dann irgendwann mal stumpf sind, so fühlt es sich dann tatsächlich auch bei der Scheibe an. So. Und hier haben wir praktisch schon das Mahlwerk in sich. Hier sieht man auch schon diesen extrem kleinen Totraum, welcher auch wirklich ein großer Vorteil ist. Hier kann ich jetzt dann mit einem Staubsauger reingehen, mit einem kleinen Pinsel, kann auch dementsprechend hier vorsichtig diesen Auswurfgang reinigen und sorgt dann innerhalb von kurzer Zeit dafür, dass die Mühle halt wieder sauber ist. Also ich empfehle das regelmäßig zu machen, ist auch eine günstige Alternative zu den Reinigungsmitteln, weil wie ihr seht, wir bauen das Ganze jetzt wieder zusammen. Ja, das ist kein geschnittenes Video, sondern das geht halt so flott, dass man das Ganze halt auch ohne Cuts hier ganz entspannt wieder zusammenbauen kann. Erstmal handfest, dass man da nichts auf Spannung schraubt. Dass man auch das Ganze wieder plan und gerade aufsetzt. So, jetzt praktisch überall mal ordentlich nachziehen. So, das sitzt. Und jetzt praktisch der Deckel hier wieder drauf. Bitte einfach auf die Nasen achten. Die haben hier ihre Führung praktisch an der Seite im Gehäuse. Kann man wunderbar einsetzen. Ein Stück hinein noch. So. Und jetzt praktisch die alte Schraube wieder rein. Hoppala, vorsichtig. So. Und schon ist das Ganze wieder zu. Label wieder drauf. Und der große Vorteil ist, dadurch, dass praktisch die obere Mahlscheibe fixiert ist, verstelle ich dadurch nicht den Mahlgrad und kann quasi jetzt Boden wieder reinpacken und weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und die Mühle ist wieder startklar mit einem sauberen Mahlwerk. So, das war's zur Eureka Spezialita in diesem Fall.
Wenn ihr weitere Fragen habt, schaut einfach unsere Homepage. Lasst aber Kommentare da, wenn ihr dementsprechend nochmal andere Wartungen sehen möchtet von einem anderen Gerät oder einer anderen Mühle. Ansonsten lasst den Daumen oben und aktiviert die schicke Glocke hier an der Seite, damit wir auch dementsprechend weiter für euch auf Empfang sind, wenn dementsprechend neue Videos kommen. Ich danke fürs Zuschauen, euer Angelo von der Frankenbohne. Ciao!